Wir montieren Ihre neuen Reifen direkt. Sie können gern kurz warten. Sollen wir die umweltgerechte Entsorgung der Altreifen auch für Sie übernehmen? Ja, alles klar. Gut, dafür fallen dann rund 3 Euro pro Reifen an. Ist das in Ordnung für Sie? Natürlich. Was soll ich sonst mit den Reifen machen? Oftmals bieten Abfallbetriebe der Kommunen auch die Entsorgung an. Aber da kostet die ganze Sache natürlich auch Geld. Und die Reifen hier zu lassen, ist einfach und unkompliziert. Das stimmt. Aber sagen Sie, was bedeutet eigentlich umweltgerechte Entsorgung? Fahren Sie die Reifen zur nächsten Deponie? Nein, nein. In der EU ist die Deponierung von Altreifen schon seit Jahren verboten. Wir arbeiten stattdessen mit einem zertifizierten Altreifenentsorger zusammen. Der übernimmt für uns das professionelle Recycling, bei dem die Reifen dann in ihre Einzelteile zerlegt werden und diese Stoffe können dann weiterverwendet werden. Das klingt wirklich interessant. Darüber würde ich gerne mehr wissen wollen. Ja, das ist kein Problem. Dann habe ich genau die richtige Information für Sie. Brandaktuell erfahren Sie hier, wo die Reise Ihrer Reifen beginnt. Vielen Dank. Sehr gerne. Also das hat mich wirklich neugierig gemacht. Ich will wissen, was mit meinen alten Reifen passiert. Das hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm. Unglaublich. Offenbar gibt es nach wie vor schwarze Schafe, die Reifen einfach so in die Natur abladen. Und dabei haben Reifen eine Halbwertszeit von ca. 2000 Jahren. Deshalb hat die EU auch verboten, Reifen zu deponieren. Aber was kann man sonst mit den Reifen machen? Immerhin fallen in Europa jedes Jahr rund 3,4 Millionen Tonnen Altreifen an. Mit steigender Tendenz. Wenn man diese ganzen Reifen aneinanderreihen würde, käme man damit einmal komplett um die ganze Erde. Also, wenn die Lauffläche abgefahren ist, kann man Reifen, deren Unterbau noch gut in Schuss ist, rund erneuern und dann wiederverwenden. In Deutschland gilt das für rund ein Viertel aller Neureifen. Weitere 35% der Reifen werden verbrannt. Aber nicht einfach so, sondern als Ersatz für fossile Brennstoffe wie Kohle. Damit wird zum Beispiel in Zementwerken Energie gewonnen. Dann haben die Reifen noch einen Nutzen, aber für die CO2-Bilanz kann das so optimal nicht sein. Und es gehen wertvolle Rohstoffe wie Kautschuk verloren. Das hier klingt vielversprechend. Rund 40% der Reifen werden stofflich verwertet. Dabei werden die Altreifen in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt und dann wieder für neue Produkte eingesetzt. Das machen die zertifizierten Entsorgungsfachbetriebe, von denen der Herr in der Werkstatt sprach. Dort werden die Reifen erst einmal gesichtet und sortiert und durchlaufen dann einen mehrstufigen Aufbereitungsprozess. Der Schredder reißt die Reifen in handtellergroße Stücke, dann kommt der Tire Rasper. Der zerkleinert das Material so weit, dass die kleinen Gummistücke vom Metall auf einem Rüttelband magnetisch getrennt werden können. Danach durchlaufen die Gummichips weitere Schritte der Feingranulierung. Mit speziellen Schneidmühlen und verschiedenen Reinigungs- und Siebverfahren werden die Stücke so lange weiter bearbeitet, bis die einzelnen Komponenten vollständig voneinander getrennt sind. Die Reifen werden in etwa 75% Gummigranulat, 15% Reifendraht und 10% Textilfasern zerlegt. Der Textilkord kann nur noch zur Energieerzeugung eingesetzt werden. Die Stahlfäden können dafür von der Stahlindustrie genutzt werden. Das Spannendste ist aber das Gummigranulat. Aus dem können zahlreiche ganz neue Gummiprodukte hergestellt werden. Das geht ja von rutschfesten Sportböden, Terrassenbelägen, Stallböden, Rampen und Anti-Rutschmatten über Trittschalldämmungen, Dichtmassen und Straßenasphalt. Bis hin zu Lampen, Vasen und Spielplatzzubehör. Ich hätte nie gedacht, dass so viele und unterschiedliche Recyclingprodukte aus Altreifen entstehen können. Die meisten dieser Produkte werden hier direkt in Deutschland hergestellt, sodass auch die Transportwege vom neuen alten Rohstoff zur Weiterverarbeitung im Vergleich zur Neubeschaffung aus Übersee deutlich kürzer und damit um ein Vielfaches klimafreundlicher sind. Das ist ein unglaubliches Potenzial. Kautschuk,
gehört nämlich zu den von der EU als lebensnotwendig eingestuften Rohstoffen. Andererseits wird Naturkautschuk, vornehmlich in Asien, in mühevoller Handarbeit gewonnen. Grund genug, die Ressource Naturkautschuk zu schonen und da, wo es geht, auf Recyclingmaterial zurückzugreifen. Und das sind doch tolle Produkte und Einsatzmöglichkeiten. Warum gehören diese Recyclingprodukte nicht längst zu unserem Alltag? Es gibt Bedenken, dass die Produkte die Gesundheit gefährden könnten. Wie ist das also, wenn Kinder sozusagen auf alten Reifen spielen? Hat das Effekte auf die Gesundheit? Dazu habe ich mich mit Professor Dr. Ulrich Giese am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie verabredet. Wenn man über polyzyklische Aromaten spricht und liest die Literatur zu toxischen Eigenschaften, dann muss man zunächst mal feststellen, dass dies eine Stoffgruppe ist, die sehr, sehr viele Stoffe umfasst, von denen auch nicht alle als möglich kanzerogen eingestuft sind. Mhm. Man hat seit 2010 sich in der Reifenindustrie verpflichtet, keine Weichmacheröle mehr einzusetzen, die solche Stoffe enthalten. Das heißt, Reifen aus heutiger Produktion, vor allem eher in dem westlichen Teil Europas oder auch in großen Teilen Asiens inzwischen, sind frei von solchen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, die aus dem Öl kommen könnten. Aber es gibt eine zweite Komponente, wie gesagt, der Ruß. Ruß wird aus Kohlenwasserstoffen hergestellt, sprich aus Mineralölen letztendlich, und kann auch polyzyklische Aromaten enthalten. Und da stellt sich einfach die Frage, wie viel von diesen Stoffen ist in einem Altreifenmaterial am Ende drin und wie viel kann vor allem rauskommen. Es gibt sehr viele Untersuchungen zu dem Gehalt von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Böden, aber auch in Wässern, in Sedimenten, in Küstengebieten, in Straßenablaufwässern. Leider sind diese Stoffe mehr oder weniger ubiquitär, wenn auch in kleinen Konzentrationen. Aber das Krebsrisiko ist nach allen Studien, die man bisher kennt, nicht größer, wenn man auf einem Spielplatz spielt, als eben auch sonst in städtischer Umgebung. Ja. Selbst das Grillen ist ein Beitrag hier. Auch dort erzeugt man PAX während des Grillvorgangs aus dem Fett des Fleisches. Und von daher hat man auch leider dort die Exposition. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war doch beruhigend zu hören. Von Adrian Morg, Dezernent für nachhaltige Entwicklung bei der Bezirksregierung Arnsberg, will ich jetzt noch wissen, wie das in der Praxis aussieht. Herr Morg, wie wird man Dezernent für nachhaltige Entwicklung und was genau ist das? Ja, also als Dezernent für nachhaltige Entwicklung kümmere ich mich um die Umsetzung der 2016 vereinbarten Nachhaltigkeitsziele. Das haben ja die Regierungen weltweit vereinbart. Und es geht letztendlich darum, das gute Leben der jetzigen Generation zu sichern, aber auch der zukünftigen Generation. Und darum geht es eigentlich in der gesamten Nachhaltigkeit, also ums gute Leben, um Arbeit zu haben, von der man leben kann, um Gesundheitsvorsorge zu haben, um Bildungsangebote nutzen zu können, aber auch natürlich eine intakte Natur und ein intaktes Klima zu haben. Darum geht es in aller Kürze bei der Nachhaltigkeit. Sie sorgen also dafür, dass Nachhaltigkeit im Regierungsbezirk Arnsberg großgeschrieben wird. Genau. Was bedeutet das zum Beispiel für Spielplätze? Ja, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen witzig. Spielplätze hört sich jetzt als ein ganz kleines Ding irgendwie an. Was hat Nachhaltigkeit mit Spielplätzen zu tun? Aber es geht ja bei der Nachhaltigkeit darum, immer zu gucken, in jeder Lebenssituation zu schauen, die Ressourcen, die wir heute dort gebrauchen, ob die auch in der Zukunft zur Verfügung stehen. Und bei Spielplätzen, das kann vielleicht jeder gut nachvollziehen, da gibt es beispielsweise Spielgeräte, die vielleicht aus Tropenholz bestehen. Ist das gut? Dient das vielleicht dazu, dass Regenwälder abgeholzt werden? Oder zum Beispiel der ganze Sand, der auf Spielplätzen eingesetzt wird. Und früher haben wir da gar nicht drüber nachgedacht. Also Sand war ja ein Gebrauchsgut, was überall billig zu haben war. Heute wissen wir allerdings, dass Sand knapp wird auf dieser Erde. Hätten wir früher nie gedacht. Sand wird ja sehr umfänglich gebraucht zur Betonherstellung, also fürs Bauen, kommt aber auch beim Glas zum Beispiel zum Einsatz und in vielen anderen Bereichen. Und es ist tatsächlich heute so, dass Sand knapp wird. Also müssen wir gucken, wie wir mit einem solchen knappen Gut umgehen und zum Beispiel eben auch auf Spielplätzen, wo Sand eingesetzt wird, zum Beispiel beim Fallschutz unter bestimmten Spielgeräten,
Muss da unbedingt Sand gebraucht werden oder gibt es nicht auch andere Produkte aus der Kreislaufwirtschaft beispielsweise? Zum Beispiel aus recycelten Altreifen? Ja, das kann zum Beispiel aus recycelten Altreifen stammen. Jeder kann sich vorstellen, dass da viele im Jahr recycelt werden. Und es ist natürlich wichtig, dass für ein solches Material, was wir alle brauchen, auch gute Recyclingprodukte entstehen. Vielen Dank, Herr Mock. Da habe ich wirklich viel gelernt. Ein Reifen hat eine begrenzte Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Aber ein Großteil seiner Bestandteile können in neuen Produkten viel länger genutzt werden. Ich werde die Augen offen halten und schauen, welche Recyclingprodukte aus Altreifen mir im Alltag begegnen.